unterwegs zum Haus von Odysseus auf einem winzigen Boot. Ich sollte versuchen, Poseidon nicht zu verärgern. Wenn das Boot umkippt, schaffe ich's nicht ans Ufer zurück. Das legendäre Tuch. Elpenor sagte die Wahrheit. Ich habe so lange auf Kephallenia gelebt und wusste nicht, dass der Palast des mächtigen Odysseus hier stand. Yeah!
Penelope ist hoch, in Fleisch und Blut. Oder in Stoff? Was machst du denn da? Verschwinden wir von hier. Kannst du kämpfen? Aber natürlich. Dass sich diese Malakas an mich anschleichen konnten. Ithaka ist ein gefährlicher Ort, wenn man alleine unterwegs ist. Du bist auch alleine unterwegs. Du hast recht. Ich kann nicht allein gegen ein Lager voll Banditen kämpfen. Hilfst du mir, zu Odysseus Palast zu gelangen? Ich bezahle dich. Ich bringe dich zum Palast. Nun, dann habe ich Glück. Wie soll ich dich nennen? Alexios. Ich bin Odessa, benannt nach dem großen Odysseus. Wir sollten zum Palast, solange wir können.
Das ist er? Das sind nur Trümmer. Was hast du erwartet? Ich weiß nicht. Etwas Größeres? Meine Eltern nannten mich Odessa, nach dem großen Odysseus. Ich dachte, wenn ich herkomme, könnte ich ihn besser verstehen. Und? Tust du's? Ganz und gar nicht. Bring mich zu meinem Boot. Dort bezahle ich dich. Das ist für dich so eine Enttäuschung. Wieso ist dir dieser Palast so wichtig? Machst du Witze? Odysseus hat hier gelebt und geherrscht. Er entschied den Trojanischen Krieg. Er entging Charybdis und Skylla. Er hatte alles. Loyalität, Liebe, Kampfgeist. Und er hat die Aufmerksamkeit der Götter erregt. Das brachte ihm viel Ärger ein. Und machte ihn zur Legende. Du siehst niedlich aus. So, als könnte sich dir nichts in den Weg stellen. Ich schätze es überhaupt nicht, wenn man mich niedlich nennt. Es gibt noch ein paar andere Wörter, die zu dir passen würden. Da bin ich ja mal gespannt. Wie wär's mit wunderschön? Das passt sogar noch besser. Die anderen verrate ich dir später. Ich hoffe, später kommt bald. Also, was denkst du? Ich glaube, ich war vorher viel schlechter gelaunt. Es gibt so viel, wonach ich mich sehne. Um Odysseus Größe zu erreichen, wo soll ich da anfangen? Wenn du Odysseus Größe suchst, musst du es auf deine eigene Art schaffen. Er war berühmt für seine Gerissenheit. Was hast du schon erreicht? Ich bin den ganzen Weg hierher gereist. Zu den Ruinen von Odysseus leben, nicht um dein eigenes zu leben. Ich sollte es besser wissen, als den Rat von Söldnern zu suchen. Lass mich! Ich sollte besser nicht so weit raus. Alexios, mit guten Neuigkeiten? Es ist unversehrt. Gut gemacht. Jetzt gehört das Tuch dir. Du willst es nicht? Nach all dem? Ich habe heute etwas Wertvolleres bekommen. Für deinen Aufwand, Söldner. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das war ein Test. Vielleicht. Du hast mich nicht enttäuscht. Sag, was hältst du davon, einen Feldherren in Megaris zu töten? Wenn du das tust, verdienst du doppelt so viel wie heute. Bist du der Aufgabe gewachsen? Sie würde dich weit weg von Kephallenia führen, so weit weg, dass du vielleicht nie zurückkommst. Feldherren bluten wie jeder andere. Gut. Also, was sagst du? Wer ist dieser Feldherr? Man nennt ihn den Wolf.
Und er hat dich irgendwie verärgert? Ja, er kostet mich Drachmen. Er ist nicht gut fürs Geschäft. Warum ich? Weil niemand weiß, wer du bist. Du bist unsichtbar. Einverstanden. Bestens. Du wirst ein Boot brauchen. Du hast doch eins, oder? Wenn ich ein Boot hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Eine Schande. Es ist zu weit zum Schwimmen, selbst für dich. Ich besorge eins. Gut. Ich hoffe, es ist stabil. Und wieso das? Das Meer wird immer gefährlicher, fürchte ich. Ein Krieg steht bevor und der Wolf steht auf der falschen Seite. Krieg? Gegen wen? Die ganze griechische Welt geht sich an die Kehle. Unter welchem Stein hast du dich in letzter Zeit versteckt? Kephallenia. Und woher weiß ich, dass du auf der richtigen Seite stehst? Weil ich es bin, der dich bezahlt. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn deine Arbeit getan ist, dann komm zu mir zur Anlegestelle der Pilger in Phokis.